Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen die führenden Amtsträger und die Gebietssitzige der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Danach trägt Bruder Robert Cantwell, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Bericht seiner Abteilung vor. Nach ihm legt Bruder Brooke P. Hales, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2010 vor. Brüder und Schwestern, es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigen, Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Ochtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie die folgenden als Mitglied dieses Kollegiums: L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor, please. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder zum 1. Mai 2011 als Gebietssiebziger entlassen: Nelson L. Altamaria Mirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canioles, Carl B. Cook, I. Poloski Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posse, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel A. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. Those who wish to join us in expressing. Wer sich unseren Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er bestätigen: Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, and Katsuhiko Yamashita, and his new members. Sowie als neue Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er: Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck, and Larry Y. Wilson. All in favor, please. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Gebietssitziger bestätigen: J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Valderrama, R. Randall Pluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chappe, Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings,
Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxey, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kyungu, Remedio A. Mam Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Rulon D. Manz, Ramon C. Noblesa, Avenir V. Pajaro, Gary P. B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian I. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor, please. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie zurzeit im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung und für Ihren anhaltenden Glauben, Ihr Engagement und Ihre Gebete. Wir bitten nun, die neu berufenen Generalautoritäten nach vorn zu kommen und ihren Platz auf dem Podium einzunehmen. It's a long walk. Das ist natürlich ein langer Weg.